So, YouTube, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu 10 Days to Die. Und zwar Tag 8. Es wird also eng. Gestern haben wir hier uns gerade noch vor einen Hund retten können. Ich hoffe, der ist nicht respawned in irgendeiner Weise. Und wir waren hier noch nicht ganz fertig mit durchgucken, glaube ich. Weil hier irgendwelche... Und ich habe gemerkt, es ist sehr, sehr laut, nicht? Ich habe schon runtergeschraubt. Das Problem ist, die Zombies sind manchmal so leise, dass wenn man es nicht laut hat, hört man sie nicht. Oh, sowas zum Beispiel. Die habe ich ja null gehört. Aber gut, auch weil ich gerade in den Einstellungen rumgemacht habe. So. Uff. Man sollte nicht mehrere Sachen in der... Da. In der Apokalypse gleichzeitig machen. Kommen Sie mal raus. Ich will da jetzt nicht unbedingt rein. Die steht da nämlich so doof hinter der Ecke nachher. Und gibt mir gleich eine mit. Sag mal. Du sollst zum Stern rauskommen. Geh mit deinen Freunden spielen. Mein Gott. Wir hauen mal lieber ab. Es ist 16 Uhr. Wir können doch nicht mehr so lange machen, nicht? 17... Ah, wieder mein Liebling, den ich immer verschieße hier. Oh Mann. Wow, wow, wow. Das Mädchen ist mir ein bisschen zu aufdringlich. Ich bin noch nicht eingespielt heute. So, weg mit dir. Sehr schön. So, wer klopft hier noch irgendwo an? Du da! Wegen dem höre ich nämlich nicht, wenn aus den anderen Ecken irgendwas kommt. Der macht einen Krach. Und das ist eine Level 1 Sache. Ey, es geht ja einfach. Ja, Eisen brauchten wir nicht. Das ist gut. Oh, ein Kochtopf. In der Toilette. Erst haben wir gar keinen gefunden, jetzt haben wir zwei. Oh, ein paar Bücher. Auch nicht schlecht. Nee, nichts drin. Oh. Sag mal. Der will aber auch nicht aufgeben. Endlich. Mein Gott. Aber Level up. Bücher. Hier müssten eigentlich alle auch schon weg sein. Rezept können wir mal benutzen. Haben wir weniger Last. Oh. Warum sind die noch nicht rausgekommen? Die habe ich doch gestern schon getötet. Ey. Ich
laufe manchmal geduckt und dann kann ich nicht so schnell wegrennen, wenn die auf einmal so loshüpfen. Sag's euch. Oh oh. Alter, was ist denn? Das ist ja wieder der Fluch von gestern. Ich dachte, ich habe den hinter mir gelassen. Ja, winkst in die Schulter. Geht doch. Oh. Der Lappen konnte ja gar nichts aushalten. Mann, Mann, Mann. Noch eine ganze Küche zum Looten. Sehr gut. Die nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Und ich weiß, wir haben Durst. Aber wir haben, glaube ich, so viel Fleisch. Wir können auf jeden Fall... Boah, ist das eine Riesenküche. Wow. Wir können mal was trinken. Und das Essen fürs Zurückrendern. Wow. Okay, Level 3 ist gar nicht so verkehrt. Benutzen. So, ich glaube, wir haben alles, oder? Habe ich was übersehen? Wer hat es gesehen? Ich hoffe, alle haben es nicht gesehen. Und wir haben alles. Okay. Also die Stadt ist auf jeden Fall hundeverseucht. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Da ist mein Bett, in die Richtung. Haben wir immer noch Hunger? Wir essen doch noch. Boah, hat der einen großen Hungerbedarf? Das ist eine Hundehütte. Da laufen wir außen rum lang. Wir jetzt nicht einen Hund spawnen sehen. Okay. Aber ich würde sagen, nicht genug Ausdauer. War doch fast erfolgreich, bis auf dass wir überladen sind. Wir können noch ein paar Sachen hier unten hinpacken. Das können wir doch zerlegen. Das brauchen wir auch nicht. Dann sind wir schon mal ein bisschen weniger überladen. Haben wir noch irgendwas? Oh, das Messer. Das können wir mal tauschen. So, 7 Überladung. Das geht doch. Das lädt sich ja fast komplett wieder auf, wenn wir kurz stehen bleiben. Das heißt, das Einzige, was fehlt, sind Pfeile. Und Holz für die Stachelfallen. Da haben wir schon ein paar hergestellt. Und dann Stacheldraht. Den werden wir jetzt über die Nacht erzeugen, würde ich sagen. Und dann die erste Sicherungswelle am Haus vornehmen. Ich dachte, das ist ein großer Sammelding. Brauchen wir noch Steine? 300, das reicht. Das Problem ist, wenn ich zu früh damit anfange, ich werde auf jeden Fall noch einmal eine Horde anlocken mit den Sachen, die ich am Haus mache. Und dann ist das Problem, dass die mir vielleicht alles zerdeppern, was ich aufbaue. Das ist immer ein bisschen schlecht, wenn man das zu früh macht. Andererseits, wenn man zu spät anfängt, dann schafft man es nicht. Und ich weiß auch nicht genau, wie viel ich brauche, nicht? Wie weit ist unser Haus noch weg? Oh, da ist noch eine Straße. Ich dachte auch schon die Straße zum Haus. Das wäre ja lustig geworden. Also, wäre es nicht. So, jetzt müssen wir aber südlich. Aber hier können wir noch ein bisschen sammeln. Es sind ja noch ein bisschen Zeit. Glück, 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 Glück. Haben wir wirklich echt so wenig Ausdauer? Mann, Mann, Mann.
Ja, ich hoffe, dass von der Qualität her passt das einigermaßen. Ich bin mir da ein bisschen unsicher, ob das alles so gut ist und flüssig läuft. Aber ich guck mal kurz selber. Die Aufnahme sieht gut aus. Weil wir haben heute den ersten YouTube-Only-Stream. Und ich musste die Kondierungseinstellung alle ändern. Deswegen sieht das heute alles ein bisschen vielleicht anders aus, wie ihr es gewohnt seid. Die Bäume hatten wir schon. Gerne Feedback geben. Auch ob die Aufnahmen passen. Jetzt können wir nämlich auch höhere Bitraten theoretisch fahren. Und wir haben nicht mehr den alten Twitch-Codec. Wer sich damit auskennt, der weiß, worum es geht. Das ist auf jeden Fall eine große, große, ja, ich möchte fast sagen Erleichterung. Weil technologisch ist das andere halt ein paar Jahre hinterher. Da hätte man auf jeden Fall mal auf der Seite reagieren müssen. Und YouTube ist da technologisch auf jeden Fall ganz weit mit vorne dabei. Da kann man ja sogar 4K-Streams theoretisch machen. Also man könnte eine wesentlich höhere Bitrate raushauen wie vorher. Ich glaube, dafür reicht nur der Rechner nicht aus. Der ist schon nicht schlecht. Aber mit dem Setup, was ich aktuell fahre, ist er dann, da ist das Haus, doch, glaube ich, auch schon am Limit. Aber, ja, muss man wieder alles tweaken, anpassen. Und dann, glaube ich, wird das auch wieder ganz gut. Okay. 20.18 Uhr. Haben wir hier noch einen Stein irgendwo? Ich glaube, ich habe hier in der Umgebung schon fast alles weggedongelt. Dann nehmen wir hier den Baum. Ja, wenn am nächsten Tag Tag 9 ist, werden wir auf jeden Fall da die Sachen platzieren. Das reicht dann. Welcome home, sweet home. Ja, der muss noch weg, der Baum. Und der Kleine hier. Ah, ich kann es nicht reparieren. Habe ich hier. Ja, der zwar muss auf jeden Fall aufgewertet werden. Haben wir aber nicht genug dabei, müssen wir also auch noch ein bisschen herstellen. Oh. Zack. Und gesichert. Gibt es einen Auswurfleiter? Das wäre was. Und das drumherum bauen. Ah ja, stimmt. Hier waren wir. Wir wollten diesen Turm bauen. Der wird diesmal ein bisschen anders, glaube ich. Wie das letzte Mal. Könnte man theoretisch auch noch einen Vorturm raufsetzen. Gar nicht doof. Oh. Ist jetzt Ruhe im Karton? Okay. Wir hatten ja letzte Nacht eine Kreischerin da hinten. Ich hoffe, die kommt nicht wieder. Da könnte ich mit gutem Gewissen drauf verzichten, dass die gute Dame nochmal vorbeikommt. Aber ich sehe, das geht. Oh, wir haben schon wieder Hunger. Oh, da ist noch ein Block versteckt. Okay. Durst. Hunger.
Und wir können mal die Sachen ansetzen. Und zwar braucht der Holz. Oh, wir haben gar nicht mehr so viel Holz an Bord. Da habe ich doch so viel gesammelt. 5 Minuten. Verkohlter Speck. Nee. Die brauchen wie viel? 4 schon. Und was? Wir haben kein Wasser gefunden? Oh. Okay. Interessant. Aber Speck haben wir genug. So. Und wir haben auch andere Sachen, nicht? Wir können ein bisschen Golden Rod nachballern. Pfeile? Ja, Pfeile sind kritisch. Also, bei den Pfeilen habe ich eigentlich am meisten Sorgen, dass wir da nicht genug haben. Wir haben auch nicht so viel andere Munition, dass ich sagen würde, da sind wir wirklich gut aufgestellt auf lange Sicht. Das kommt woanders hin. Warte mal, wo war das Auto-Zeugs hier? Ich würde auch einen Kochtopf hier eher sehen als woanders. Und es ist soweit, nicht die Medizinsachen kommen mal in eine andere Kiste. Das zähle ich jetzt auch mal zur Medizin. Machen wir Wasser und Getränke nach unten. Oh, fertiges Essen. Oh, hier habe ich ja noch mehr. ...22! Okay, das kostet schon etwas. Ich glaube, ich habe auch Kohle oder sowas, was ich benutzen könnte, nicht wahr? Na gut. Und... dann kommt das Zeug... Ups! Die Eier passen da nicht ganz so gut zu. Oh. So habe ich schon meine Axt verloren. Die habe ich einfach fallen gelassen und dann ist sie direkt despawned. Das war vielleicht ein Scheiß, sage ich euch. Okay. Gretermais. Dann machen wir oben fertiges Essen. Zutaten und dann ja, Samen, nicht? Wobei Baumsamen gehören hier eigentlich auch nicht zum Essen, wenn man es ganz genau nimmt. Oh. Aber haben wir auf jeden Fall ein bisschen mehr aufgeräumt. Eine Kiste haben wir sogar noch frei und wir haben ganz viel Zeug rumliegen. Oh. Dahin. 49 Pfeile. Können wir nochmal da reingeben? Dann haben wir... ja, obwohl, könnte gerade so reichen. Oh, ich habe die Eier noch. Die sehe ich immer nicht, weil die so... die sind auch eher roh. Das kann noch weg. Ja, wir haben ja ein Messer, aber es ist nur Level 1. Hm. 99 Fernkampfschaden für unsere selbstgebautes Gewehr, nicht? Was hat denn das... 7,6, ja. Also da hätten wir auch nochmal 99 Schuss und Pistole hätten wir auch nochmal 53. Also ist nicht unmöglich. Ich habe die ja Gegner eh auf 4 stehen und nicht auf mehr oder weniger, nicht? Also von daher geht das schon, glaube ich, ganz gut. Okay. Dach. Die Seite ist jetzt erstmal wichtiger. Gut wäre, wenn wir in dieser Nacht auf jeden Fall das Außending befestigen, dass wir drum herumlaufen können. Das wäre auf jeden Fall eine große Hilfe. Sehr gut. Ich glaube, wir haben eine gute Ecke wieder erwischt. So generell. Ich mag das Haus. Beim nächsten Mal würde ich es nicht nochmal nehmen. Also, nicht, weil ich es nicht
mehr mag, sondern einfach, um mal auch was anderes nochmal zu sehen dann. Oh, das muss leider auch weg. Wahrscheinlich hält das Ding das komplette Vorderding da dran. Nee. Glück gehabt. Aber irgendwas anderes hing da dran. Oh. Oh, ich erschrecke mich immer, wenn das Ding kaputt geht. Richtig übler Sound. Okay. Jetzt brauchen wir die Stäbe. Genau, genau. Und die müssen wir drehen. In dem Modus, glaube ich. So. Ja. Weird im Baumodus hier mit dem Anflanschen. Ich habe immer Angst. Jawohl. Dass ich gleich falle. Ich glaube, von der Seite hier ist besser, nicht? Zack. Und zack, nicht? Da können wir hier schön nach vorne bis übers Dach an die Kante schießen, auch über den Innenhof hinaus. Das ist auf jeden Fall wichtig. Oh. Hier auch. Das Dach da unten stört vielleicht ein bisschen, aber gut. Man kann nicht alles haben im Leben. Ups. Man muss auch mal Abstriche auf sich nehmen. Oh, da ist der werte Herr. Den wollen wir natürlich nicht stören. Na, oh, er hat sogar richtig gemacht. Und zack. Jetzt können wir einmal drumherum. Bis auf die Stelle. Aber er dürfte uns nicht sehen. Und selbst wenn, dann läuft er in die Zacken, die schon stehen. Genau, so. Mache ich das da vorne auch noch? Ich glaube, ich mache das hier auch noch, oder? Ist da schon einer? Ist hier noch ein Block? Ich glaube, das halbe Ding ist hier, nicht? So eine Ecke oder so. Deswegen kann ich da nicht ran. Ja, da muss irgendwas sein. Aber es reicht. Nicht? Wenn man ganz genau auf das, so im Hintergrund auf das grüne Zeug, was so wabbelt, guckt, man könnte fast denken, das ist Feuer. So ein bisschen so, als ob das so, diese Gluthitze, die aufsteigt. Manchmal sieht das echt komisch aus. Das wird natürlich hier nichts für Dauer sein. Weil ich glaube, für die ersten 2, 3 Male können wir das schon ganz gut verteidigen. Und wir haben genug Bauplatz drumherum, um das in andere Richtungen zu erweitern. Wir haben innen drin noch Platz, nicht? Wir haben zur Not noch ein Stockwerk, wir haben das Dach. Und wenn nicht, müssen wir anbauen oder umziehen. Daran. Schon 0:36, aber wir sind... Oh, hier habe ich ein paar vergessen. Aber wir sind gut vorangekommen. Das heißt, der Turm ist oben soweit komplett gesichert.
Oh, da ist auch noch einer. Oh, die beiden ergänzen sich noch schnell. Zacki, zucki. Ups. So. Ich hoffe, ich fall da nicht durch. Aber da konnte ich auch noch einen hinsetzen, sofern er. Das beim letzten Mal nämlich auch so war. Dann fallen wir da nämlich nicht durch. Sehr gut. Gefällt mir. Alle Anfang ist einmal schwer, nicht wahr? Aber ich glaube, jetzt, wo man ein bisschen drin ist, kann ich eigentlich wieder auf 7 Days to Die runtergehen und nicht auf 10 Days to Die. Ich meine, ich habe weniger als 10 Tage gebraucht, um zu sterben. Davon mal abgesehen. Wo ist sie? Ich glaube, das war nur sie, nicht? Die ist am Stacheldraht oder so hängen geblieben. Dann können wir jetzt alles für den Tausammler noch vorbereiten. Klopf, 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 klopf. Ja, das ganze Dach werde ich nicht wegkriegen. Das ist auch nicht meine Ambition. Sondern, dass wir einen Tausammler vielleicht hier oben hinstellen. Ich weiß, der sammelt hier nicht optimal. Und in der Hordenacht könnte er ziemlich nerven. Ich habe den beim letzten Mal erst danach gebaut. Oh, ist echt schon Tag 9. Obwohl ich letztes Mal so viel weniger Wasser und Essen hatte, war ich doch schneller. Und hatte mehr Zeug. Hm. Okay. Okay. Alles soweit gesichert. Sie nervt mich hier ein bisschen. War das ein One-Shot? Okay. Jetzt so im Nachhinein hätte ich vielleicht die Balken wegnehmen sollen, aber ja, das geht schon. Ah, das ist ein. Nee, ist ein. Ist das ein dicker? Also ein semi-dicker, aber das sind zwei. Aua. Okay. Es war ein dicker. Dann gucken wir mal, können wir denn die Tausammler bauen? Man kann doch jetzt Rezepte anhängen. Ich finde das echt super. Ja, können wir. Das können nämlich andere Spiele oft nicht. 100 haben wir, das haben wir und haben wir Klebeband, haben wir. Sehr gut. Tausammler fertigen. Also der braucht so lange. Puh, 22 Sekunden. Dann können wir das Zeug wieder weglegen. Und wo habe ich denn Stacheldraht? Habe ich noch gar nicht gemacht, oder? Eieieiei.
Okay, dann machen wir mal Stacheldrahtzaun. Ich mache nicht alles Holz weg. Dann müssen wir auf jeden Fall Holz sammeln gehen. Und was ist hier? Du hast schon mal das Essen immerhin fast fertig. Mal Hammond Eggs. Oh. Oh, der fängt jetzt an, da zu sammeln, nicht? Was kann der bekommen? Was ist das hier? Kenne ich gar nicht. Habe ich auch noch nie gesehen. Irgendwelche Verbesserungssachen, nicht wahr? So, das auf jeden Fall reparieren. Das reparieren. Den, na gut, den muss ich nicht reparieren. Können wir von dem Holzknüppel Level 2. Was können wir denn mit dem Speer? Auch Level 2. Dann machen wir da wenigstens den Level 2 Knüppel. Besser als nix. Okay, jetzt, ich fühle mich schon mal gut. Ich glaube, genug Pfeile zu haben. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge gehen wir dann runter und sammeln Steine und ja, vor allem sammeln wir Holz. Wir brauchen Holz, Holz, Holz. Bis gleich.